Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Durch dieses Buch hier, Die alte Göttin und ihre Pflanzen, bin ich auf einen sehr interessanten Autor gestoßen, und zwar Wolf-Dieter Stoll. Ich habe hier jetzt 4 Bücher von ihm, noch nicht alle ganz gelesen, aber hier dieses Buch war auch mein erstes Buch von ihm und ich bin richtig begeistert. Dieses Buch beinhaltet alles in den 3 Büchern, in denen ich, also mit dem hier in den anderen 2, wo ich gelesen habe, werden auch die Hexenfeste nochmal aufgegriffen und passend zur Thematik vom Buch wiedergegeben. Also hier in diesem Buch geht es hauptsächlich darum, wie auch manche Sachen in den Märchen dargestellt werden, dass das doch alles Hexen sind oder Göttinnen sind und so weiter, finde ich sehr interessant. Man bekommt da einfach auch einen ganz anderen Blick darauf. Es ist ja bekannt, dass die Märchen solche Verschlüsselungen, solche antiken, alten Wissenssachen vermitteln, die nur mündlich auch teilweise weitergegeben werden. Also hier ist einiges drin, natürlich das Hauptthema eben halt auch die Pflanzen hier in diesem Buch. Gibt auch immer einige Geschichten darüber. Ich finde dieses Buch richtig, richtig toll, gerade auch in der Thematik zu den Märchen, die man so kennt, die eigentlich ja einen ganz anderen Hintergrund haben. Zum Beispiel die Frau Holle, die ist eine Gottheit, die die Kinderseelen bei sich behält und auf sie aufpasst, bis es für diese Kinderseele bereit ist, wiedergeboren zu werden. Zu diesem Buch. Dann ein anderes Buch, das ich auch schon ein bisschen so durchforstet habe, gerade auch so zur Thematik auch ein bisschen die Hexenfeste und verschiedene Bäume, ist das hier Pflanzen der Kelten. Heilkunde, Pflanzen, Zaubern, Baumkalender. Ja? Ist auch von Wolf-Dieter Stoll natürlich. Es ist richtig, richtig gut geschrieben. Wie gesagt, auch in diesem Buch, meine ich. Ja. Werden die Feste wieder aufgegriffen, ja, und ja, es wird nie langweilig zu den Erklärungen. Man kann immer noch was Neues herausziehen, neue Informationen, woher kommt der Name, wie heißt dieses Fest eigentlich noch, ja, zum Beispiel Beltane. Es ist das Maifest, Walpurgis, La Beltane, also Feuer des Bell, ja, in verschiedenen Sprachen, wie es anders heißt, und, Gottheiten. Ich finde das richtig gutes Buch, ich liebe dieses Buch. Er lässt sich ausgiebig aus zu jeder Thematik, es wird aber nicht langwierig und langweilig. Es sind wirklich aneinandergefügte Informationen. Aber viele, deswegen wird es auch lang. Ja? Es sind aber auch nicht zu viele Informationen. Es ist auch ganz gut genau erklärt. Also ich kann dieses Buch einfach nur empfehlen. Klar, die Hauptthematik sind jetzt hier einfach auch die Pflanzen, auch in Bezug auf Heilkunde. Ja? Es fängt natürlich auch wieder mit Grundlagen an, mit der Antike. Und, ja, wo das Ganze anfing, herkam, finde ich immer wichtig, so auch an die Wurzeln zu gehen. Nee, nicht einfach so, ja, so ist es, so war es schon immer, so wird es auch immer sein, aber was dahinter steckt, weiß kein Mensch mehr. Ja, und es bleibt auch nah am Menschen, alles, was hier in dem Buch berichtet wird, ja. Also auch beim Praktischen, nah beim Menschen, nah an dem, wie es wohl möglich überwiegend auch praktiziert wurde bei den Kelten und. Natürlich werden auch wieder die Bäume aufgegriffen in verschiedenen Thematiken und
Ich mag dieses Buch. Dann eins der Bücher, wo ich wirklich lange überlegt habe, soll ich es kaufen oder nicht, weil hier steht mit schamanischen Ritualen. Ne? Es ist das Buch Naturrituale. Schamanismus ist irgendwie nicht ganz meins. Ja? Aber ich finde, es ist einfach interessant, auch verschiedene andere Ecken kennenzulernen. Und da es ja von Wolf-Dieter Stoll ist, kann es einfach nicht langweilig werden. Er erklärt groß und breit, was ein Puja ist. Natürlich auch die germanischen Wurzeln insgesamt. Also er fängt wieder klein mit dem Buch an. Dann die Vorbereitung für ein Puja. Also darüber lässt er sich richtig lange und gut aus, was es ist, wo es herkommt, für was es verwendet wird und, und. Und dann eben halt die Vorbereitung, wie die Vorbereitung vor einem Ritual, die Gegenstände haben, gewisse Begrüßungen, Entschuldigung, natürlich auch die Reinigung wieder und das drumherum, Schmuck, Zutaten, Gewänder, alles Mögliche und eben halt auch medizinische Geschichten, also über Heilung und alles Mögliche. Also da kann man gut was lernen, ohne dass es langweilig wird. Geht natürlich auch wieder in die Thematik der Ahnenverehrung mit hinein. Einfach wunderbar. Was soll man noch dazu sagen? Dann ein Buch, was entweder noch in dem Video kommt oder bereits schon war, je nachdem, wie ich es hochlade, ist von Wolf-Dieter Stoll: Wir sind Geschöpfe des Waldes. Ich bin ein Waldfan. Ich fühle mich im Wald. Dieses Buch habe ich noch nicht gelesen. Ich fühle mich angezogen von dem Wald. Ich fühle mich irgendwie sicher und geborgen in dem Wald. Ich würde wirklich hinausgehen wollen in den Wald und mal 2 Wochen im Wald überleben. Eine Hütte bauen, sowas irgendwie zu den Wurzeln zurückkehren, ja. Praktisch steinzeitlich irgendwie in einem Wald leben, so in die Richtung. Also das würde mich schon sehr reizen. Ja, das war es jetzt zu meinen Büchern von Wolf-Dieter Stoll, die ich jetzt so habe. Man kann viele Informationen aus den Büchern rausziehen, vor allem auch viele, viele neue. Es sind jetzt auch keine trockenen Kräuterbücher, wo drin steht, so sieht das Kraut aus, das ist der lateinische Name, da und da blüht's, da und da pflanzen und hilft gegen das und das und das. Ja? Es ist auch noch eine Geschichte drumherum. Ja? Also praktisch Legende, Gottheit, Rituale und. Ja, wenn ihr was von ihm gelesen habt, was habt ihr so gelesen? Könnt ihr noch was anderes empfehlen? Würde mich jetzt interessieren. Ja, habe ihn für mich entdeckt und freue mich total. Gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss!